Begleitet mich zu einem weiteren Tag hier in London. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Vlog hier aus London. Und ja, den anderen Vlog habe ich gerade beendet, den neuen starte ich jetzt. Ich gehe jetzt zum Frühstück, schau mal, wie das Hotel Frühstück hier ist im ich habe schon wieder vergessen den Namen, Moment. Victory and Mercy, so heißt es. Zeige ich euch ein bisschen das Frühstücksbuffet und dann geht es auf eine Walking Tour zum Buckingham Palace. Wir schauen uns an, wie die Guards tauschen. Das habe ich tatsächlich auch noch nie gesehen. Dann haben wir noch ein bisschen Freizeit und dann geht es auch schon wieder zurück. Also ich nehme euch heute wieder ein bisschen mit und hoffe, die Eindrücke gefallen euch. Ja, das Frühstück war in Ordnung, hat mich jetzt nicht umgehauen, aber wir hatten halt auch vorbestelltes kontinentales Frühstück, also jeder hatte dasselbe. Man hätte sich auch noch Pancakes und Eierspeisen auf eigene Kosten bestellen können, aber ja, ich bin eh nicht so viel, also ich frühstücke eh morgens nicht so viel und auch nicht so früh. Deswegen war es okay, Kaffee war gut, Tee war lecker. Ja, jetzt geht's warm einpacken auf die Walking Tour. Unsere Walking Tour ist jetzt vorbei. War zweieinhalb Stunden. Es ist schon bitterkalt, aber das Wetter ist super schön. Sehr kalt. aber war interessant. Also war wirklich sehr interessant. Wir haben richtig viel gesehen. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Das war jetzt keine Free Walking Tour, sondern das war wirklich eine, die jetzt 2 Jahre eine Ausbildung macht, hat sie uns erzählt.
bevor sie hier zertifiziert Führungen machen darf. Also richtig cool. Wir sind jetzt hier am Big Ben, der ja eigentlich nur Nickname Big Ben ist. Und das ist ja eigentlich nur die Glocke, haben wir gelernt. Und er heißt jetzt Elisabeth-Turm, weil zum 60. Thronjubiläum hat Elisabeth den Turm, sozusagen, wurde nach ihr benannt. So, wie kann ich schon mal berichten. Wir nehmen jetzt die U-Bahn und fahren nochmal zum Disney Store, denn ich muss noch tatsächlich die Ohren und den Hut jemandem kaufen auf Insta, weil online ja ausverkauft ist. Fahren wir kurz zum Disney Store und dann fahren wir wahrscheinlich zum Harrods und Bus, auch noch 15 Minuten entfernt, und dann gucken wir mal, was wir noch essen. Jetzt haben wir knapp 3,5 Stunden Zeit. Da ist das Harrods. Wir haben gestern erfahren, es wurde für 1,6 Milliarden Euro an irgendwelchen Scheiß verkauft vor ein paar Jahren. Hier ist ein Christian, also ein Dior Pop-Up-Shop oder Store oder Café. Da ist alles aus Lebkuchen drin. Ist bis 3. Januar noch geöffnet. Wir wollten eigentlich da gestern mal gucken, ob wir einen Kaffee trinken können, aber alles ausgebucht. Wir gucken jetzt mal. Ansonsten sieht es richtig schön aus. Wir haben gestern gehört, es soll eigentlich gar nicht so weihnachtlich aussehen, aber also anscheinend ist es dieses Jahr von Christian Dior gesponsert worden. Ist alles irgendwie in diesem Lebkuchen-Style. Richtig schön gibt's. Also die Dior-Tasche finde ich wirklich super schön. Hier ist alles in diesem Lebkuchen-Style gemacht. Richtig cool. Das sieht echt schön aus hier. Also ihr seht, wir sitzen im Dior-Café. Wir haben einfach gefragt, eigentlich ist es bis zum 3. Januar, so lange ist das Pop-Up hier noch ausgebucht. Wir haben die gefragt, ob wir es auf TikTok gesehen haben. Und sie hat erst gesagt, ja, so kann schon eine Stunde warten. Dann hat sie gesagt, 10 bis 15 Minuten. Dann haben wir gesagt, wir haben es auf TikTok gesehen, wir waren so begeistert. Und jetzt, ja, jetzt sitzen wir schon hier. Wir haben nicht mal eine Minute gewartet, ich hatte nicht mal irgendwas Zeit abzufilmen. Ja, es gibt Lunch, also man kann jetzt hier ein Dessert bestellen. Der Nachbartisch hat schon die Desserts, die sehen richtig pornös aus. Ja, Salate, es gibt natürlich auch teure Sachen wie Lobster und so. Das müssen wir jetzt nicht, aber Hauptsache wir sitzen hier. Ich zeige euch gleich dieses Café, das ist einfach der Knaller. Seht ihr mal die Karte, was es so gibt. Es gibt Starters, Main Course, Dessert gibt es auch noch. Salat, Salate. Vielleicht auch noch Salat und Dessert, mal gucken. Also irgendwas bestellen wir auf jeden Fall. Hier Drinks, was kostet? Matcha, Tea, English Tea. Ich nehme ein English Tea. Was gibt's noch? Es gibt auch schon Champagner und sowas. Wir haben uns übrigens umgesetzt, weil die Dame, wir waren so begeistert und gesagt, das ist so toll hier. Das ist unser Ausblick von hier oben. Sogar der Kronleuchter ist mit Lebkuchenoptik. Ihr könnt ihr auch Kekse kaufen für 15 Pfund oder 3 Stück für 39 Pfund oder auch 9 für 70. Und das ist alles aus Lebkuchen. Für mich gibt es das Risotto und auch gleich noch Dessert. Pommes. Vicky hat das Rind mit Brokkoli. Also mit Handyfilm ist dann jetzt noch für YouTube, wenn man das so meint. Wie ist man das Risotto? Mhm. Und da halt gucken. Mhm. Ja, mega. Draußen ist die Schlange natürlich länger, also wir hatten echt Glück. Und wie gesagt, eigentlich brauchen wir eine Reservierung. Mhm. Risotto ist sehr lecker. Very cheesy. Pommes und gut. Da schauen wir noch ein paar Fotos an. Ja, aber sehr lecker. Wir wollten eh was essen und jetzt hier im Dior Café besser geht's ja gar nicht. Das ist mein Dessert, der Christmas Tree. Wurde jetzt gerade mit Soße live von mir
übergossen. Sehr gut, das Risotto war auch sehr lecker. Und auf jeden Fall. Ja, also auf jeden Fall ein Erlebnis wert, hierher zu kommen. Es ist natürlich nicht günstig. Und unsere Rechnung ist zusammen bei über 155 Pfund. So muss man sagen, wie klärt das drin? Das war dann noch ein bisschen teurer. Aber egal, was kostet die Welt? Wir kaufen uns gleich noch einen Keks für 15 Pfund und müssen dann auch uns ein bisschen sputen. Aber alles gut. Auf jeden Fall ein Erlebnis wert bis 3. Januar. Aber eigentlich ausgebucht bis dahin. Schon cool. Wir waren ja im Dior Café und war wirklich super schön. Also ich bereue nichts, auch wenn ich 70 Euro fürs Mittagessen bezahlt habe. Und dann mussten wir uns tatsächlich beeilen. Ich war noch kurz im Disney Store und musste die Ohren mitbringen für jemanden auf Insta. Und da bin ich noch reingesprungen, habe die Ohren gekauft. Den Hut gab es ja leider nicht mehr, der war ausverkauft. Sorry. den wollte mich auch jemand haben. Ja. Und dann mussten wir uns wirklich beeilen, weil eigentlich war um 16 Uhr Abfahrt zum Flughafen und wir kamen hier um 5 vor 4 an. War außer Puste, ich habe geschwitzt überall. Und kurz bevor wir hier ankamen, wurde gesagt, dass der Flug storniert wurde für heute. Das heißt, irgendwie sind die Flughäfen dicht wegen dem Wetter. Und ja, mal sehen. Also wahrscheinlich fliegen wir dann erst morgen zurück und wahrscheinlich auch nicht als komplette Gruppe, sondern gesplittet, weil natürlich viele Menschen jetzt betroffen sind und wir gehen nach Priorität. Diejenigen, die direkt nach Hause müssen wegen Kinder, Tiere, sonst was, fliegen zuerst und der Rest über den Tag verteilt. Das heißt, wir bleiben noch eine Nacht in London. Das Problem ist, ich habe keine Unterwäsche mehr. Das heißt, wir wollten eh noch zu Primark, haben wir eben nicht mehr geschafft. Wahrscheinlich werden wir dann gleich nochmal im Primark stiefeln, werden mir Unterwäsche holen und werden noch irgendwo zu Abendessen und dann, ob wir hier im Hotel bleiben oder ein anderes ziehen. Das wissen wir alles noch nicht, keine Ahnung, aber ich hoffe schon am Laufenden. Auf jeden Fall bleiben wir noch eine Nacht in London. So, ihr habt gesehen, wir waren beim Abendessen. Wir waren beim Blue and... Oh, ich habe den Namen schon wieder vergessen. In Waterloo auf jeden Fall, beim Steakhouse. Wir haben jetzt das Ruby and Lucy Bar und Hotel, weil ja, es lief so ab, dass wir von den Kosten her dasselbe Hotel, also von den Kosten her dasselbe in der selben Price Range, wie was wir vorher hatten, nehmen mussten. Und das musste über die Reiseagentur, die das Ganze organisiert hat, laufen. Und jetzt haben wir hier, das war jetzt irgendwie 11 Minuten vom anderen entfernt, direkt neben der Waterloo Station. Und das ist ja hier auch so ein kleines schnuckeliges Hotel. Es gibt einen kleinen Schrank, Steckdosen. Hier gibt es aber tatsächlich keine USB oder... Ah doch, USB gibt es da vorne. Ja, die Dusche ist direkt hier im Zimmer drin integriert. Also man sieht, also man kann es aber zuziehen. Also... Ja, ein bisschen Privatsphäre beim Duschen möchte, dann geht das. Ja, ein Bett, ein Fernseher. Ja, wie gesagt, direkt an der Waterloo Station in der Nähe. Richtig gut gelegen. Das Waschbecken ist direkt auch im Zimmer integriert. Und auch einen großen Spiegel. So. Ja, wie es morgen weitergeht, wissen wir nicht. Ach, die Toilette ist ja übrigens auch noch hier. Wissen wir natürlich noch nicht. Bin gerade vom Essen gekommen. Und ja. Morgen um 9 Uhr frühstücken und wie gesagt, wie es weitergeht, keine Ahnung, wir werden es sehen. Ich halte euch in diesem Vlog dann auf dem Laufenden, dann geht der Vlog einfach ein bisschen länger. So, für mich geht es jetzt raus aus den Klamotten, ab unter die Dusche, was ich morgen anziehe, wahrscheinlich dasselbe, weil ich habe nichts anderes dabei. Und gute Nacht. Ja, natürlich euch zeige ich euch das Frühstücksbuffet auch hier im Hotel. Hier ist ein Buffet, hier gibt es eine Auswahl an Brot, Brötchen, hartgekochte Eier.
Toast, Süßes, da waren auch noch Croissants drin, die sind anscheinend gerade leer. Marmelade, Peanut Butter, Nutella Honig, verschiedene Cerealien, Zutaten, Trockenfrüchte, Nüsse und da hinten gibt es auch noch Porridge. Milch gibt es da oben auch noch. Moment, zeige ich gleich. Gibt es noch Joghurt, normalen Joghurt, Sojajoghurt, Strawberry Joghurt und wahrscheinlich Melone. Das sind die Früchte. Da sind so ein paar, keine Ahnung, Tapas würde ich es jetzt mal nennen. So kleine Sachen. Käseplatte. Das ist Brie, Blue Cheese, gesalzene Butter. Dieser Käse und Wurst. Dann gibt es vorne noch Saft, Tee. Kaffee kann man sich auch bestellen. Also richtig gut. Hier gibt es die Overnight Porridge und drei verschiedene Milchsorten. Ja, wir haben gefrühstückt, lecker gefrühstückt und haben immer noch keine Neuigkeiten, ob wir heute zu früh kriegen oder morgen. Wir haben jetzt erstmal ausgecheckt und werden jetzt zu Piccadilly Circus fahren und ein paar Bilder machen. Da hatten wir nicht die Möglichkeit zu ein bisschen shoppen und ja, ich nehme euch natürlich wieder mit, soweit es geht und halte euch auf dem Laufenden. Ja, wird auf jeden Fall ein bisschen längerer Vlog als gedacht. Iron Man. Yourself, but you don't need to panic because with the magic white pen you can actually erase your mistakes, you can even out your edges, draw yourself nice pictures, and it works on surfaces.
That's cool. That's why I used to play it like that. Then it's coming for your phone, ready near wall. Nearly got you then. Ja, was soll ich sagen? Wir waren bei Hemleys, habt ihr gesehen? Richtig cool. Sondern bei Primark, da habe ich keine Aufnahmen gemacht. Das war mir zu voll und es gab auch nicht wirklich schöne Disney-Sachen, die ich euch zeigen konnte. Jetzt gehen wir was essen bei Chi. Das ist was Asiatisches. Und ja, wir werden wahrscheinlich morgen Abend nach Hause fliegen. Das heißt, wir bleiben noch eine Nacht und schauen uns sehr, sehr wahrscheinlich heute Abend das Frozen Musical an, hier in London. Mega cool und freue mich sehr drauf. Um euch mal die Karte zu zeigen. Also, ich habe einfach mal gegoogelt, das nächste asiatische Restaurant. Wir haben voll Bock auf Asiatisch in der Nähe von Primark und das war das Chi. Und hier gibt es alles Mögliche. Hier gibt es Baos, hier gibt es Curry, Sushi, richtig leckere Sachen. Wir haben einiges bestellt und das zeige ich euch natürlich auch gleich. Also es gibt Pork Bao, ich hatte noch eine Chili, Edamame mit Chili und Garlic, Gyoza, vietnamesische Pommes, Jasminreis, veganes Bao und Black Beans mit Prawns. Es fehlt noch das vegetarische Thai Curry, also sieht schon mal sehr gut aus. Natürlich zeige ich euch auch noch das dritte Hotel auf unserem Trip und zwar das Holmes Hotel. Wir sind jetzt noch mal eine halbe Stunde gefahren von unserem anderen Hotel und sind jetzt hier angekommen. Und ja, ich habe mich schon ein bisschen ausgebreitet, weil wir müssen gleich los zum Frozen Musical. Das werde ich euch aber in einem separaten Video zeigen. Wird auch schon schick gemacht. Das Paillettenkleid habe ich mir vor 2 Tagen hier gekauft. Jetzt kann ich es auch direkt mal mitnehmen. Das ist das Bad. Richtig schöne riesige Dusche. Ja, wie gesagt, mein Zeug steht da schon rum und hier steht I see you crystal clear. Ja, ihr könnt ja auch noch mal sehen. Ich habe ja auch noch so schöne Sven-Ohren auf. Jo. Ja, Haare kann ich jetzt nicht waschen. Huch, jetzt bin ich hier hängen geblieben. Haare kann ich leider nicht waschen. Ich habe hier auch keinen Föhn gesehen. Und ja, ich habe mein Zeug eigentlich nicht dabei. Ja, wie gesagt, das ist das Zimmer. Großer Fernseher. Hier noch eine kleine Ecke, mein Koffer. Ja, ich habe mir heute noch extra Schuhe kaufen müssen, weil ich habe nur die dabei und fürs Musical, naja, habe ich mir die jetzt bei Zara geholt. Die waren echt günstig und sind schick. Ja, Minibar und jetzt geht's zum Frozen Musical. Wie gesagt, das wird in einem separaten Video aufgenommen, leider auch nur mit dem Handy. Jetzt bin ich hier schon 4 Tage und habe nicht mal meine richtige Kamera dabei. Naja, muss das Handy reichen mit Ton. Ich hoffe, dass es am Ende nicht ganz so schlimm wird. Also, Frozen Musical kommt dann in einem separaten Video und dann mal gucken, ob wir danach noch in eine Bar gehen, was wir machen. Mein ganzes Hotelzimmer glitzert von meinem Kleid. Aber unser Flug für morgen wurde immer noch nicht bestätigt. Ist immer noch offen, ob wir morgen nach Hause fliegen. Es bleibt spannend. Die Nacht war in Ordnung und jetzt gibt es bei uns ein Frühstück, hier wieder à la carte. Ich habe mich für Eggs Benedict entschieden, Cappuccino-Tee, ein Mandelcroissant, ein Carrot Cake und ein Fruchtsalat. Der nächste Checkout und hoffentlich der letzte Checkout steht jetzt an. Wir lassen jetzt unten wieder die Koffer. Hier im Hotel müssen wir jetzt noch zum ersten Hotel fahren, weil da jemand seine E-Pods vergessen hat von unseren Kollegen. Da fahren wir jetzt hin und dann haben wir auch nicht mehr so viel Zeit, denn wir müssen nach Heathrow fahren. Und gestern wurde schon gesagt, dass es mega lang gedauert hat, Verkehrschaos und. Deswegen fahren wir früh genug. Das heißt, heute wird nicht mehr so viel passieren. Wir werden zum Hotel fahren, noch in einen Laden, noch zu Hemleys kurz nochmal reinsprinten und dann wahrscheinlich schon wieder zurückfahren, weil das sind alles irgendwie lange Distanzen, jeweils eine halbe Stunde mit dem Uber. Und dann haben wir schon fast wieder 13 Uhr, dann müssen wir schon Richtung Heathrow fahren und hoffentlich heute nach Hause fliegen, weil so langsam möchte ich auch wieder heim. Bin ein bisschen erkältet von der Bustour am ersten Tag, was schon sehr kalt war.
und freue mich einfach auf mein eigenes Bett zu Hause. Obwohl es super schön war, also das möchte ich nicht sagen. Ne? Ich habe jede Sekunde hier genossen, das war mega der Aufenthalt hier. Aber so langsam möchte man auch irgendwann nach Hause. Wir sollten ja was bei Hamleys für einen Kollegen abholen und haben jetzt zufällig den Grinch getroffen. Also dieser Laden übertrifft es echt ums Zehnfache. Also mit Kind kann ich da nie reingehen, weil da bin ich arm und komme nie wieder raus den ganzen Tag. Ja, genau. Genau. Aber mega. Also das, sowas passiert nur in dem Laden. War mega lustig. Ja, jetzt laufen wir langsam Richtung Hotel, ein bisschen spazieren. Wir werden heute wahrscheinlich genug sitzen am Flughafen und im Flieger. Und das Wetter ist so schön, das ist zwar kalt, aber wir gucken uns ein bisschen London an und gehen dann in den einen oder anderen Shop, der uns zusagt. Bevor wir jetzt gleich zum Flughafen fahren, haben wir uns jetzt noch in einen Pub gesetzt und trinken einen Tee und einen Ginger Shot, denn ja, ich bin ein bisschen erkältet und da hilft Ingwer immer sehr gut. Wir sind gut in Heathrow angekommen und sitzen jetzt hier in einem indischen Restaurant, haben unser Gepäck abgegeben, lief alles reibungslos, war ein bisschen Verkehr, aber wir haben so viel Zeit eingeplant, jetzt sind wir ganz entspannt hier was essen. Dann durch Security und dann hoffentlich fliegen wir um 5:30 pünktlich hier los. Es war um 8:20 in Heathrow. Ja, und dann ist auch schon das Wochenende. Nächste Woche noch eine Woche arbeiten, dann ist schon Weihnachten und dann haben wir wieder 2 Wochen Betriebsferien. Dann geht es im neuen Jahr dann frisch ins neue Jahr los. Ja, ich zeige euch natürlich gleich, was wir bestellt haben. Ich liebe ja auch indisches Essen, aber es darf nicht zu scharf sein. Thank you.
haben es jetzt um Geld geschafft. Unser Flug hat bisher 20 Minuten Verspätung, aber ja. Hält sich noch im Rahmen. Ihr habt den Harry Potter Shop gesehen und ich habe noch was gekauft. Und zwar eine Gryffindor Wintermütze für Hamburg im Januar und Gleis 9 3/4 Ohrringe. Harry Potter Schmuck habe ich nämlich auch nicht so viel oder eigentlich gar keine. Nur Blitzer habe ich. Ja, jetzt warten wir aufs Boarden und dann zeige ich euch wahrscheinlich London noch ein bisschen bei Nacht von oben. Und ja, dann ist der 3-Tage-Vlog, der eigentlich nur ein Tag sein sollte, auch dann schon vorbei. Ja, war unerwartet lang der Aufenthalt, aber dennoch sehr schön. Wir haben das Beste draus gemacht. Wieder gut in Zürich und ich auch jetzt am Endbahnhof angekommen. Der Flug war in Ordnung. Wir hatten dann, glaube ich, 1,5 Stunden Verspätung. Alles in Ordnung und ich bin wirklich fertig. Also 4 Tage London schlauchen echt an der Müdigkeit, an den Kräften. Dazu bin ich ja noch erkältet. Also ich freue mich jetzt aufs Wochenende ein bisschen zu entspannen und werde jetzt zurück nach Hause gehen, direkt unter die Dusche springen und ab ins Bett. Ich hoffe, dass mit dem Bild und mit dem Ton war in Ordnung. Jetzt in London, wie gesagt, ich konnte nur mit dem Handy filmen, hatte jetzt auch kein externes Mikrofon dabei. Sonst nehme ich immer meine SD-Karten mit und noch eine Ersatzkamera, aber diesmal nicht. Und dann natürlich in dem Moment klappt die Kamera dann nicht mehr. Aber ich hoffe, es war trotzdem in Ordnung. Ihr habt viel gesehen können. Ihr habt viel sehen können aus London. Ich hatte wunderschöne Tage, auch dank Vicky. Wir haben so viel erleben dürfen, auch nicht geplant, sondern ungeplant. Jetzt kommt hier wieder Zug. Genau, es ist ja viel passiert, was wir nicht eingeplant haben und dementsprechend noch 2 Tage länger da waren. 3 verschiedene Hotels. Wir hatten so Glück mit dem Wetter. Wir hatten echt immer strahlenden Sonnenschein, kein Regen. Es war natürlich kalt, aber es ist natürlich klar im Dezember. Und London ist einfach die perfekte Stadt. Ich liebe es. Ich überlege schon nächstes Jahr nochmal zur Winterzeit. Wir wollen ja im Mai auf jeden Fall nach London mit Prina und Co. wegen der Disney-Ausstellung. Also London ist einfach eine unglaublich schöne Stadt. Aber ja, genug. Ich glaube, der Vlog war jetzt über 3 Tage schon ein bisschen lang. Deswegen beende ich das jetzt hier. Ich hoffe, meine Reise durch London hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.